gehörte zu den vielen Freuden in meinem Leben, mich immer mal wieder im Antiquitätenladen von Mr. Chittenden umzusehen. Ich zählte zu seinen besten Kunden. Entsprechend zuvorkommend wurde ich stets von ihm bedient. So auch im Jahr 1895, als mir ein sehr besonderes Stück auffiel, welches er feilbot. Wie besonders es wirklich war, sollte sich schon bald herausstellen. Mal solch ein Zeug wie das da scheint Ihnen wohl des Öfteren angeboten zu werden, Mr. Chittenden. Habe ich recht? Das Puppenhaus? Ja. Ach, was Haus? Das ist ja schon eher ein Puppenherrenhaus, wenn nicht sogar ein kleines Schloss. Na eben das. Zeug. Sie sind mir einer, Mr. Dillet. Sie wissen genauso gut wie ich, dass dies ein Sammlerstück erster Kategorie ist. Und mancher Museumsdirektor sich vermutlich alle 10 Finger danach lecken würde, solch ein außergewöhnliches Prachtexemplar seinen Besuchern präsentieren zu können. Die überwiegende Zahl an Museen stellt heute ja wirklich alles aus. Das ist wohl nur zu wahr. Na. Wir kennen uns lange genug und ich darf sagen, dass ich Sie als Kunden sehr schätze. Ja, und ich Sie als Verkäufer, Mr. Chittenden. Eben, daher lassen wir doch diese albernen Spielchen. Ich merke sehr wohl, dass Sie an dem Puppenhaus interessiert sind. Und es hätte mich ehrlich gesagt auch gewundert, wenn dem nicht so gewesen wäre. Tja. Denn Sie haben immer schon ein Auge für Qualität und vor allem für das Außergewöhnliche gehabt. Sie machen mich erröten. Na, was wahr ist, muss wahr bleiben. Dann will ich bekennen, dass ich in der Tat sehr interessiert wäre, es zu erwerben. Na sehen Sie, war doch gar nicht so schwer. Ja, Sie kennen mich wohl einfach zu gut. Was kein Wunder ist, solange wie Sie erfreulicherweise schon in meinem bescheidenen Laden zu kaufen pflegen. Und bisher hat mich noch nie ein Kauf gereut. Oh, das freut mich zu hören. Und auch dieses seltene Stück hier wäre beileibe keine Fehlinvestition. Das fürchte ich leider auch. Stücke wie dieses sind selten zu finden. Meist sind es Einzelstücke. Sie wissen ja um meine sehr guten Beziehungen. Ja. Im Grunde gibt es nichts, was ich für meine Kunden nicht besorgen könnte. Aber egal, wie viel Geld Sie mir auch bieten würden, um solch ein Prachtexemplar für Sie zu finden, auch meinethalben in Übersee, ich könnte kein schöneres und aufwendiger gestaltetes auftreiben als das da. So etwas bekommt man nur alle 10 bis 15 Jahre einmal angeboten. Und dann heißt es zuschlagen. Ich habe es getan. Und Ihnen rate ich auch dazu. Sie verstehen Ihr Handwerk. Sage ich ja. Daher noch einmal. Dieses Puppenhaus ist das allerbeste seiner Art, das können Sie mir glauben. Handwerkskunst in höchster Vollendung. Das wird Ihnen jeder bestätigen, der sich damit auskennt. Und ich kann mich auch darauf verlassen, dass es echt ist? Also bitte, ich bitte Sie, wollen Sie mich beleidigen? Na, käme mir nicht in den Sinn. Ich biete 25. Multipliziert mit 3 und es ist Ihres. Mehr als 50 bin ich nicht bereit zu zahlen. 75 müssten es schon sein. Angesichts unserer langen Geschäftsbeziehungen gebe ich Ihnen 60. Für 65 könnte ich mich womöglich davon trennen. Für 63 nehme ich es auch noch mit. Dann, gut, darauf können wir uns einigen. Der Kunde dankt. Der Verkäufer ebenfalls. Also ich schreibe Ihnen gleich einen Scheck aus. Und ich werde das edle Teil so gut verpacken, dass es auf dem Transport in der Kutsche keinen Schaden nimmt. Ja, bitte. Ich gehe doch recht in der Annahme, dass Sie es gleich mitzunehmen wünschen. Unbedingt will ich das. Gut. Das kann aber einen Moment dauern. Das macht nichts. Ich habe Zeit. Na, wenn das so ist... Es dauerte dann noch beinahe eine Stunde, das große und detailreich verzierte Puppenhaus nebst allem Mobiliar und der Figuren einzupacken und sicher in meiner Kutsche zu verstauen. Tja,
So bleibt mir nur, Ihnen viel Freude daran zu wünschen. Und mir, Ihnen zu danken, Mr. Chittenden. Nicht doch. Und das nicht zum ersten Mal. Beehren Sie mich bald wieder. Das werde ich. Kutscher, Abfahrt! Heya! Hey! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Mit einem eigenartigen Lächeln blickte Mr. Chittenden der abfahrenden Kutsche lange hinterher, ging dann zurück in seinen Laden, welchen er an diesem Tag etwas früher als sonst zusperrte, und von dort aus in das sich anschließende Wohnzimmer zu seiner Frau. Ach, da bist du ja schon. Ja. Gerade habe ich den Tee fertig aufgebrüht. Darf ich? Ja, ja, ja. Gieß mir gerne eine Tasse ein. Was machst du denn für ein Gesicht? Es ist fort. Was ist fort? Na, was wohl? Das Puppenhaus. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Und wer hat es gekauft? Etwa Mr. Dillett? Ganz recht. Er und kein anderer. Ah, dem Himmel sei Dank dafür. Was meinst du damit? Nun ja, er wird vermutlich eher damit zurechtkommen als andere. So hoffe ich zumindest. Ich auch, ja. Ich auch. Er ist ja beileibe kein schlechter Kerl. Nein. Und einer deiner besten Kunden. Ja, auch das. Ich bin einfach nur froh, dass wir das grässliche Ding endlich aus dem Haus haben. Tja, ja. Allein dafür müssen wir ihm schon dankbar sein. Das bin ich auch. Ja, 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 doch. Das bin ich wirklich.